Hey Leute, was geht ab? Ist wieder Elgaus bereit 33 und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Kart 8 Deluxe. Und wir legen los mit dem Einzelspieler und gucken mal. Grand Prix, los geht's weiter. Im 150er, ist ja klar. Und ja, was nehme ich? Ich nehme natürlich den Cooper. Ich nehme eigentlich immer das Standard, kann man sagen. Aber komm, ich nehme mal jetzt mal was anderes. Hier ist aber nicht das, was ich schon ausgerüstet habe, nämlich Knochentrocken mit Turbo Bike, Rayleigh Weiß und Hyrule Gleiter. Das ist mein Set. Und wir legen los im Blumen Cup, denke ich mal, ne? Ich denke schon, Blumen Cup. Los geht's. Ach ja, Blumen Cup. Diesmal haben wir ungeschnitten. Weil es ist ja nicht so lange, die Nase zu kennzen. Und ich will sie eigentlich auch schon drin haben. So, Mario Spitze ist die erste Strecke hier auf dem Blumen Cup. So. Okay. Cool. Und was ich noch vergessen zu sagen habe, ist, bei Splatoon Part, dass Mario Kart hier am Donnerstag kommt. Also dieses Video kommt, denke ich mal, am Donnerstag dann raus. Ich hab's vergessen zu sagen. Ich denke mal, es ist nicht so schlimm, dass ich das vergessen habe. Oh mein Gott. So, du gehst also weg. Das kannst du mal komplett vergessen. Haha, nicht getroffen. Nur weil ich da drauf gegangen bin. So, was der Unterschied ist zum Kart und zum Bike, ist, dass die innen driften, die Bikes. Und die Autos, die Fahrzeuge halt außen driften. Genau. Und ich mag eigentlich Außendriften besser als Innendriften, ne? Innendriften komme ich nicht so gut klar. Und der Cooper ist natürlich als erstes mein Lieblingscharakter, ist ja klar. Ist ja klar. Also mein zweiter Lieblingscharakter ist auf jeden Fall Knochentrocken. Den feiere ich auch richtig cool. Der ist auch mega. Also der ist auch geil. Und ich bin ja gerade echt schlecht unterwegs. Haha. Knochen. Cooper, da kriegst du mal hier auf die Fresse, ne? Der tut mir echt leid, ne? Da übernehme ich leider Platz 1, ne? So, niemand holt mich ein, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Okay. Bam. Lila Drift immer. Das Coole ist, man kann mit dem Bike sehr, sehr geile lila Drifts machen. Oh, zwei Pilze hier, nice. Einfach so herumgelogen. Herumgelegt. Ach ja, Mario Kart. Ist ja klar. So. Und mit dem Bike ist es irgendwie voll leicht, kann man sagen. Weil ich da immer die Linien in Drift bekomme. Wow, was war es da knapp mit dem Grüne? Mit der Grüne war es noch knapp. Ach komm. Ach ja. Ach, ich liebe Musik. Ich liebe die Musik. Vorproduziert das immer noch alles. Aber Donkey Kong und Super Mario Odyssey werde ich auf jeden Fall nächste Woche bringen. Ach komm, ey. Jetzt auf meine Banane gestorben wurde. Nein, ich wollte die Pizza mitnehmen. Mist. So. Okay. Oh, da passiert. Cool. Erstes Match. Es ist Rennen gewonnen. Cool. Ja, weiter geht's. Muss man sagen. Keine Pause. Ich hatte am ersten Part verkackt. Mit dem Dings. Weil ich das einfach geschnitten habe. Das sah voll doof aus. So, Blumenkampf. Toads. Hafenstadt. Okay. Sieht cool aus. Ihr habt es ja gesehen, ich habe überall 3 Sterne. Also ich weiß schon, was auf mich vorkommt. So. Aber das Gute ist, in Mario Kart sind eigentlich die Rennen eigentlich ganz lang. Beziehungsweise nicht lang, sondern kurz. Mario Party, da sind die lang. Eine Runde 60 Minuten, ey. Das ist krass. So, perfekt Innendrift. Genommen. So, aber manchmal ist es auch cool, ein Drift in das Bike zu haben. Ah, da war ich ja nicht so gut in die Kurve reingekommen.
Okay, komm schon. So, da oben. Nach oben. Oh, natürlich kommt dann... Oh mein Gott, okay. Da kam keine. Ich bin jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Also, ich werde, denke ich mal, mich ein bisschen ruhiger erleben, weil ich alles in der Nacht vorproduzieren will. Weil man da nicht so viel... Wenn man meine Gardinen nicht sieht. Und das ist eigentlich auch besser. So. So. Immer wenn ich so crashe oder so oder gerade nichts mache, ich gucke immer auf die Aufnahme, ob die läuft wegen. Einmal Mario Party, ihr habt ja gesehen, die Aufnahme war abgebrochen. Obwohl, ihr habt es noch nicht gesehen. Lol. Ich bin jetzt ja am Donnerstag raus. Die Aufnahme bricht ab, also es tut mir sehr, sehr leid. Also wenn ihr am Freitag am Ende so nichts hört, so bis dann und so, dann heißt es, dass sie abgebrochen ist. Die ist auch abgebrochen. Und das tut mir sehr, sehr leid. Es ist, also der Part ist gut, aber 28 Sekunden sind dann weg. Die wurden dann einzeln aufgenommen und ich weiß nicht, wie ich es so zusammen machen kann. Ich werde nochmal. Oh mein Gott. Ich werde noch meinen Freund fragen, ob er das irgendwie zusammenschneiden kann. Ich denke mal schon. So. Aber kommen wir jetzt hier erstmal zur Mario Party. Ich werde erstmal hier den Windschatten von Dings nehmen. Oh mein Gott. Nicht so schnell sein. So. Weil der Schachi kommt. So. Okay. Also Innendriften Spike ist eigentlich auch recht cool. Oh ja, das war auch knapp. So, die Banane lasse ich auf gar keinen Fall los. Jetzt trifft mich hier noch einer. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, wie schlecht ich drifte. Ja, also wenn ich da abbreche, das war, weil die Aufnahme abgebrochen ist. Ich weiß nicht, warum die abgebrochen ist. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich hatte eigentlich noch genug Speicherplatz. Das ist das ja doch eigentlich schon. Aber weiß ich nicht, die war einfach so abgebrochen. Die hat so abgebrochen, hey, ich mag den Chaosbrat nicht. Lass einfach die Aufnahme abstürzen. Alles gut, am Ende. Aber zum Glück am Ende. Das wäre eigentlich scheiße, wenn es am Anfang wäre. Das wäre sehr, sehr scheiße, wenn es am Anfang wäre. Weil dann wäre es ein bisschen doof. Dann. Weil ich dann das hier von neu machen musste. Genau. Aber zum Glück ist die am Ende abgebrochen. Also wenn ihr jetzt sagt, Chaosbrat, warum hast du keine Abmoderation gemacht? Das war die Begründung. Große Wusel. Okay. Nächste Map. Ich war gerade überhaupt nicht konzentriert. Apropos Gruselvilla. Bald ist ja Halloween. Und bald ist ja auch Splatween. Habe ich ja schon angekündigt. Am Montag, denke ich mal, war es. Ja. Da habe ich... Obwohl, nee, was für Montag? Ich weiß gar nicht genau. Ich denke, das war sogar am Montag. Ich weiß es nicht. Entweder Montag oder am Sonntag. Und jeder Charakter hat auch einen eigenen, was soll ich jetzt sagen? Och, dieser Dreckige, dafür kriegst du, oh, dann scheiße, Cooper. Ach, der arme Cooper, das ist mein Lieblingscharakter. Ich wollte den Wario eigentlich abfeuern, aber hab aus Versehen Cooper getroffen. War ja vor mir, war. Diese Banane, ja moin. So, du gehst erstmal weg hier, Knochenbowser. Wow, Alter, wie knapp das ist. Oha. Wario, ich will von den Windschatten genommen. Jawohl. Aber er hat mir dann das Item geklaut. Ist so cool. Das ist nicht so geil. Okay. Gut. So. Zack und zack. Und zack und zack. Okay. Ach, natürlich krieg ich den. Oh, ist ja klar. Genau, jetzt krieg ich die Hupe. Ich weiß gar nicht, ob ich die vorher schon hatte. Das ist die zweite Runde, lol. So. Aber ich hol euch. Ich verdrück gerade meinen Husten. Ich muss jetzt husten, aber ich will nicht in der Aufnahme husten. Und wenn ich dann die Aufnahme beendet habe, dann huste ich. Und das ist viel, viel besser. Oder ich mache gleich einen Cut nach der Runde, da kann ich ganz schnell husten. Ich will es nicht in der Aufnahme drin haben. Und ich bin noch ein bisschen krank. Und deswegen huste ich auch manchmal. Also, ja.
Boah, ist richtig schwer, ey, das Husten zu überdrücken, damit es nicht rauskommt. Ist ein bisschen doof. Und ich will halt Videos machen, weil ich sehr, sehr lange keine Videos mehr gemacht habe. Und deswegen will ich das Husten halt verdrücken, damit es jetzt nicht rauskommt. So. Oh nein. So. Ich mache, denke ich mal, gleich einen Cut. So. Jetzt mache ich, denke ich mal, einen Cut, weil ich muss unbedingt husten. Und dann geht's nicht. Okay, Leute. Ich komme wieder. Bis gleich. So, Leute. Ganz kurz gehustet. Hab kurz das noch rausgelassen, alles. Okay. Letztes Match. Also letztes Rennen. Und dann war es auch schon für die heutige Folge. Das geht eigentlich richtig schnell. Im Gegenzug von Mario Party. Jede Folge geht 30 Minuten lang. So. Und das geht ja nur 15 Minuten lang. Also die Hälfte davon. Scheigers Wasserfälle. Okay. Sieht cool aus. Okay, letztes Rennen. Und wenn ich übrigens alle Cup abgeschlossen habe, dann werde ich euch den Online-Modus mal vorstellen. Und vielleicht noch ein paar Freunden mit meinen beiden Freunden spielen. Ja. Ach du Kacke. So. So, das ist übrigens mein letztes Video, was ich hier vorproduziere. Ich habe schon 4 Videos vorproduziert heute. Und das ist alles abends, habe ich das vorproduziert. Also genau alles hintereinander. So. Und das wird eigentlich auch reichen. Weil Donkey Kong und Super Mario Odyssey werde ich, werde ich dann, am Freitag vorproduzieren und am Samstag und Sonntag rausbringen. Genau. Oh Mann, ey. Meine Stimme ist ein bisschen am Arsch. Okay. Gucken wir mal, wie es so weitergeht. Oh nein, das war knapp. Ah, auf eine Banane raufgekommen, lol. Der Kleine. Der kleine Bowser. Bäm. So, Leute, den lilanen Boost holen. Oh, noch die Banane geworfen, lol. Cool. So. Koopa, moin. Ah, oh, ich wollte euch eigentlich klein machen. Ah, ein Pilz ist nicht so geil. Kann ich aber gleich abkürzen eigentlich. So, ist noch knapp, okay. Okay, wo kann ich abkürzen? Ich weiß gar nicht genau. Okay. Ah, nee, der Linien-Drift lohnt sich ja nicht. Oh nein. Oh nein, jetzt wird der Koopa. Lauf. Nein, fahr. Fahr. Oh nein. Ja, noch geschafft. Huh. Fast hat er mir die 3 Sterne versaut. Okay. Lol. Aber noch alles geregelt. 60 Punkte, wie immer eigentlich. Ja, mit dem Bike habe ich ein bisschen Probleme. Im letzten Part war es auf jeden Fall viel, viel leichter. Ja, gucken wir uns nochmal das Ergebnis mal an, wer überhaupt gewonnen hat und ob ich überhaupt die 3 Sterne habe. Ich denke aber schon, dass ich die habe, weil das wäre eigentlich lächerlich, weil ab 60 Punkte kriegt man die immer und ja. Genau. Wow, das gucken wir uns nicht mal an, die Wiederholung. Cool. Kommen wir noch um 60 Punkte. Wow, 3 Sterne. Okay, ich würde sagen, das war's auch schon für den heutigen Part von Mario Kart. Super, was ist Mario Kart? Ja doch, Mario Kart Deluxe, genau. Ich wollte schon Super Mario Party sagen. Aber Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe, genau, nicht Mario Kart Deluxe, sondern Mario Kart 8 Deluxe. Ich bin schon ein bisschen verlammt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Könnt ihr natürlich machen. Und ja, bis dann, ne? Wir sehen uns dann.
Ciao, ciao.